Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Krieger und herzlich willkommen. Wer bist du denn? Scheiße, Heinz Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Hey, Mann. Küchen. Guten Tag. Vielen Dank. Das ist ja anscheinend so. Das ist ja anscheinend so standardmäßig. Hier. Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messungen vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, sie sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Man muss sagen, mit den Untertiteln hat Ubisoft das nicht so vernünftig gemacht. Was ist das hier? So eine Technik haben in so einer Scheiß. Hallo, Tyler. Sag mal, hast du keinen Bock hier für mich zu arbeiten? Was ist denn so hell hier? Mach doch mal. Ich bin ein Vampir, ich werfe keinen Schatten. Wo kommt denn eigentlich die fucking Musik her hier? Da. Ah. Okay. Lass mal gucken, was wir hier so Mitarbeiter ohne die am Arsch, Junge. Ich kann jetzt die Typen noch nicht mal mehr plündern. Aufwendig, ich will das Paddel haben. Ja, ich soll zum Funkturm. Also momentan, wir haben irgendeine andere Karte aufgenommen, aber die sehe ich jetzt hier nicht. Logbuch. Emission 66. Versunkene Schätze, haben wir schon mal eingefunden. Warte, wir haben hier noch. Ah, okay, das sind verschiedene. Ah, okay, das. Ah, okay, okay. So. Helferausweis klar. Kosten die Helfer mich Geld? Junge. Nach dir. Kann ja anscheinend nichts machen. Na gut. Usain. Heiler Junge. Aber. Wie viele Kills hat er jetzt eigentlich gemacht? Ah, dann machen wir. Das war jetzt gerade, fand ich sehr angenehm. Mit dem da aufzuräumen. Aktiviere die Antenne auf dem Funkturm. Ich weiß jetzt nicht mehr vom Far Cry 3. Es ist zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt hier Gegner gab. Ich gehe jetzt mal ein bisschen offensiver rein. Mach mal die Tür auf hier. Nicht weit von hier habe ich meinen ersten Hirsch geschossen. Junge. Hast du keinen Friseur, dem mir die Scheiße erzählen kannst? Kletter mal lieber hier hoch. Muss ich wieder machen, ne?
Aber nein, ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Bin dran. Lass mal schön da unten bleiben, Junge. Vertraue ich dir nicht. Bin jetzt schon mal schön, dass ich nicht die scheiß Treppen wieder runterrennen muss. Bin da. Kann schon mal da hinten hingehen. Das haben die nice gemacht. Ahoi, hier ist Chucky. Wir veranstalten ein Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailerpark. Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Hier ist Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Also die Karte ist echt mal mega nice gemacht. Was soll das denn hier sein? Wer hat denn so Bönes? Excalibur? Hey, Amigos. Ich bin's, Hulk. Verschanzt im Haus meines Alten. Yep, ich und Papa werden diesen Peggy-Schwanzlutschern fett in ihr Eden Skate treten. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Moccasin River. Siege Josephs, Herolde und die Konfrontation mit dem Vater zu zwingen. Ja, ist schon klar. Ach, da ist Finale. Also hier ist nachher Le Grand Finale. Die Peggys können sie einfach nicht in Ruhe lassen.
Okay, also wir haben hier diese ganzen... Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Also wir haben hier diese ganzen... Wo sind die denn? Hier, bei der Helferauswahl. Wir haben hier diese ganzen... Natürlich. Natürlich sind die jetzt nicht mehr da. Wir hatten hier auf jeden Fall diese ganzen Helfer, diese 9 Stück. Oh. Jetzt gibt es auch noch Vorteilpunkte. Das ist so viel. So, wir haben menschlicher Fisch. Du schwimmst schneller, kannst länger die Luft anhalten. König der Fischer werden schneller müde. Um größere Fische zu fangen. Mit größeren Fischen werde ich wahrscheinlich nachher länger leben können oder so, um mir irgendwas zubereiten können. Öffne Safes, repariere Fahrzeuge. Auf jeden Fall schon mal gut. Ihr kennt noch das Krokodil aus Far Cry 3. Ortsmarkt. Erntemeister. Das war immer gut. Das weiß ich, das war immer gut. Bei den anderen noch. Auch nicht schlecht, ne? Kennt man auch bei mir. Hier wird rumgeballert. Jetzt ist die Frage, was so am Anfang am meisten Sinn macht, auf welche Sache man sich konzentrieren möchte. Es wird interessant. Das wird echt interessant. Da gibt's eine Menge. Das ist halt nicht mehr so wie damals einfach so, hey, zack, schnibbel. Sondern es ist viel komplexer geworden, finde ich. Oh, Scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Howland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden.
Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegt. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Sofort oder was? Oh, da gibt's ein Boot. Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Die Peggys haben Falls End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst. Aber wie komme ich denn dahin? Dann hier mit dem Boot. Bei der Jagd kannst du Holz und Köder sammeln. Rüste einen Köder über das Waffenrohr aus. Drücke R1, um ihn damit zu werfen. Damit wird ein Raubtier angelockt. Das ist das nächste. Das ist super. Okay. Ich finde das krass, dass ich so weit schon da vordringen muss. Nochmal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Wir können mit dir reden. Später finde dich, John. Ich habe Merle zum Trailerpark fahren sehen, kurz bevor die Sekte angerollt kam. Wie ich den kenne, sucht er nach Ärger. Ich hoffe, er reitet da nicht allein ein. Merle. Mach's gut, Deputy. Kann ich den nicht anheuern? Pizza. Jetzt abgehauen, oder was? Ich helf dir, du Arschloch, du sollst mir helfen, Mann. Schild mit der Macht des Wortes Ja sehe, wird mir schlecht. Ich weiß, was es heißt, Ja zu John.
Bleib stehen! Toll, jetzt habe ich dich getötet. Das tut mir jetzt schon leid. Hat er den gerade umgelegt? Hat er gerade hier den... Was ist denn hier los, Mann? Jetzt will ich den Bullen. Ich habe da jetzt wieder nichts getan. Ich will den Bullen häuten. Das geht. Aber hier den... Hä? Wo ist der Bulle hin? Nimm doch viel weiter runter gerannt. Dankeschön. Ich habe einen Vorteilspunkt. So. Löffel störe. Angle und fange dabei Löffelstöre, natürlich. Weiße Schaufelstöre, Königslachse, Seeforellen, Adler. Grizzlybären. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht jetzt, ob ich was übersehen habe. Aber ich sehe da nicht, töte einen dicken, fetten, schwarzen Ochsen, der dich attackiert. So. Was machen wir denn? Settagen. Trage mehr Faustwaffen und Nahkampfwaffen mit hier. Bin mir schneller, finde ich langweilig. Überlebenskünstler. Attentäter. Gut, ich bin kein Attentäter. Muss man mal sagen. Was haben wir hier? Ein Prepper. Also sprich, ich kann alles Mögliche mitnehmen, bis zum geht nicht mehr. Ne, wir nehmen hier oben. Wir machen Überlebenskünstler. Macht bei mir, glaube ich, später so am meisten Sinn. Mit Gesundheit, Buß und so ein Scheiß. Aber wo ist der dumme? Guck an. Ich meine, der war jetzt auch nicht gerade klein, der Ochse. Na gut. So. Es ist inspirierend, was für große Fortschritte wir machen. Wo kommst du denn jetzt her? Da liest du einmal kurz eine Broschüre. Ich
voll clever gemacht jetzt. Pass auf, jetzt rennt er dahin. Was? Basti, Junge! Ich wollte das gerade meinen Zuschauern zeigen, du Arsch. Du versaust. Mir leid, Junge. Na, hier mal erstmal. Oh, ja, Junge. Da gibt's direkt nochmal einen rein. Tschüss, Junge. Küss den Baum. Küss den Baum. Küss ihn. Küss ihn! Ich habe durch Far Cry das Töten von Menschen gelernt. Warum ist... Was war das hier? Ne, Uzi? Kann ich die Uzi so mitnehmen? Ne, dafür muss ich... Kann ich das kaputt machen? Auch die Karte. Bin verwirrt. Kann, soll ich das kaputt machen? Ja, das ist doch was Böses hier. Dr. Eisenfaust. Oh, Scheiße. Darf, Kind. Wieso mich denn? Ja. Wo kommen die denn alle her? Ich bin gerade ein bisschen, ich weiß nicht wohin. Die kommen hier mit einem ganzen Fuhrpark an. Und ich weiß nicht. Eigentlich war mein Plan, ich nehme mir das Boot. Da. Verstehe ich nicht.
Aber, ha! Ah, Wasserflugzeug. Weißt du? So, erstmal rette ich den Typ da jetzt den Arsch. Der wird dann wahrscheinlich wieder hier direkt den Hafen flanieren. Abgeknallt, als wäre es keine große Sache. Natürlich nicht. Du hast mich gerettet, Mann. Ja, klar. Ich bin an der Kürbisfarm vorbeigekommen und Puma hat sich heiser gebellt. Da passieren schlimme Dinge. Nur kein Stress. Hast du Bock zu arbeiten für mich? Ich kapiere nicht, wie ein Mann so unentrinnbar sein kann, wie ein verdammtes Krakenmonster oder so. Kaufe hier Boote und Wasserflugzeuge und passe sie an. Ja, ich würde gerne ein Boot kaufen. In der Spielwelt? In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, in denen du Waffen kaufen und anpassen, deine Munition nachfüllen, Beute verkaufen, neue Waffen freigeschaltet, wenn du Widerstand in der Region hast, blablabla. Was kostet denn so ein Kahn? Beute verkaufen. Die Informationen wurden auf deine Karte übertragen. Du kannst den Gegenstand verkaufen, okay? Bist dich. Silberbarren. Erste Hilfeset, Körperpanzer. Was kostet denn so ein Kaloi? Och, 2500 kostet der. Das Boot kann ich mir doch da vorne klauen, oder nicht? Munition? Brauche ich nicht. Kann ich das nicht einfach nehmen hier? Das sehen wir, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Der Command Air in die Lüfte geht. Ich bin raus, gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Commander.